Also ich habe eigentlich noch gerne 1. April-Scherz, wenn ich selber mache. Dein Schuhbändchen ist offen, finde ich nicht so lustig. Speziell nicht, wenn ich barfuß bin. Aber wurscht, mein Sohn hat sowieso die grösste Chance, ausgezeichnet zu werden für den Best April-Scherz ever. Er war dort 9 und in den Jahren vorher habe ich ihn regelmässig in April geschickt. Aber einmal war es anders. Wir haben schon geschlafen, es war die Nacht um 1:30, als er plötzlich ins Schlafzimmer kommt, völlig aufgelöst. Ich habe ins Bett gemacht. Und ich habe gedacht, was? Das ist schon seit Ewigkeiten kein Thema mehr. Und ich habe mich schon gesehen, aufstehen und Bettwäsche wechseln und Zeug in die Wäschmaschine reinrühren. Und all das, mitten in der Nacht. Und wo ich ihn gefragt habe, kannst du wenigstens selber ein frisches Bischi rausnehmen, hat er gesagt. April, April! Hey, der Typ, der hat sich echt einen Wecker gestellt selber, ist um 1:30 aufgestanden, nur zum der Erste zu sein. Bam! Ich habe meinen inzwischen erwachsenen Sohn gefragt, ob ich dir Geschichte erzählen darf. Und er hat gesagt, klar, ist ja gar nichts passiert, außer dass ich dich dort zuerst verarscht habe. Ja, kann man sagen. Aber für das musst du also früh aufstehen.